Achtung, die in diesem Video gezeigten Inhalte sind unter keinen Umständen nachzumachen. Ich übernehme keinerlei Haftung. Heute bin ich gemeinsam mit Ben und Heiko unterwegs zu einem unheimlichen kleinen Einfamilienhaus irgendwo in Deutschland. Im Inneren des Hauses finden wir nicht nur Einrichtungen, sondern auch viele private Gegenstände und vor allem eine sehr traurige Geschichte. Tod und Schicksal hingen hier wohl sehr dicht beisammen. Hallo? Herzliche Grüße aus der Insel Jelsa. Abgestempelt ist sie 1984. Zahlungsbelege, Mahngebühren mussten auch mal gezahlt werden. Krass, Leute. Hier wurde wirklich wieder alles zurückgelassen. Ja. Alter, wie tief geht denn das da runter? Alter Schwede, Leute. Es hagelt hier teils so los. Das Wetter wird dann immer und immer schlechter. Weitere Kleidungsstücke von der Frau und Ordner, die überall einfach reingestopft wurden, weil vielleicht jemand verstorben ist, wovon ich fast ausgehe hier. Alter! Ich hab Heiko gelassen. Mein Name ist Paul Schridde. Ich bin Abenteurer und das ist mein Kanal. Leute, mein Name ist PJ Adventure und das ist mein Kanal. Ich begrüße euch zu einem windigen neuen Video auf meinem Kanal. Ja, zu einem Lost Place Video selbstverständlich. Ich versuche jetzt hier gerade mal so ein bisschen den Eingang zu diesem kleinen Einfamilienhaus mir zu erbahnen. Wir gehen jetzt hier einfach mal unter diesen Baum durch. Oh, Gebüsch. Überall Gebüsch und Dornen. Ja. Oh, es gibt nichts Schlimmeres als eine gute Dorne. Okay. Da scheint es zu sein. Ein großer Garten. Schön hier. Nur verbarrikadiert, daran sieht man, dass es verlassen ist. Auf dem Hinweg zum kleinen Gebäude spielte das Wetter die ganze Zeit verrückt und ein epischer Himmel begleitete uns bis ins Innere des Hauses. Ein kleiner Schuppen. Hatten die hier mal Vieh? Es sieht fast so aus. Andererseits, wer hatte früher kein Vieh? Noch zu Kriegszeiten. Ich weiß ja nicht, wenn dieses Haus hier gebaut wurde. Es sieht so vom Baustil irgendwie so ein bisschen ostdeutsch auch aus. Mit diesem rohen Putz, Spritzbeton, noch mehr Dornen. Eine Garage. Eine sehr gut sortierte Garage mit sämtlichen Dingen, die man so gebraucht hat. Schrauben aller Art. Kabel, Telefonteile, Elektronikteile, Sicherungen. Nun lasst uns aber mal in dieses schöne Haus hier gehen. Naja, was heißt schön? Von außen sieht es erstmal nicht so schön aus, aber wir gucken mal, was uns drin erwartet an vielleicht sehr persönlichen Familiendetails oder so. Anscheinend geht es hier rein. Hallo? Jemand zu Hause? Befinden wir uns erstmal im Eingangsbereich. Da geht eine Treppe nach oben zu einem ziemlich maroden Dachteil und zu einem wahrscheinlich sich dort befindenden Wohnbereich. Groß ist das Haus hier auf jeden Fall nicht. Aber sicherlich sind noch einige schöne Details zu finden. Lumos. Also was haben wir hier? Ein Schuhschrank mit Badelatschen und noch anderen Schuhen, einer Jacke, eine Toilette. Sämtliche private Sachen noch hier, wie es ausschaut. Ja, und Seifen, Cremes, Shampoos, alles noch hier. Krass, Leute. Hier wurde wirklich wieder alles zurückgelassen. Diese traurigen Details, diese Details, die ein Bad zu dem machen, zu diesem besonderen, traurigen, was irgendwie so ein Lost Place dann ausmacht, wenn er so sturzartig verlassen wird, weil vielleicht jemand verstorben ist, wovon ich fast ausgehe hier. Gleich im Eingangsbereich sind irgendwie auch gleich Pornos zu finden. Streng verboten, privat, 4 Stunden. Auf der Heide gibt's Korsint. Ich muss das jetzt leider verpixeln, aber wenn es auf der Heide Korsint gibt, den gibt's nirgendwo aus Sünd. So, hier gibt's noch so einen alten Gehstock. Daran kann man dann vielleicht auch ausmachen, dass die Person, die hier gelebt hat, schon etwas älter ist. Oh, Leute. Oh, krass. Das Ganze hier ist alles schon so ein bisschen verwühlt, durcheinander geruppt. Ein Kalender von 2014 und ganz viele Gegenstände, die halt so in so einer Küche geherrscht haben. Man sieht auf jeden Fall auch schon an der Einrichtung, dass der Herr, der hier gelebt hat,
schon was älter gewesen sein muss. Soßenbinder haben wir hier, irgendwelche schimmligen kleinen Schalen, noch Nudeln. Darunter befindet sich dann wieder irgendein Kontoauszug, eine Urlaubskarte. Herzliche Grüße aus der Insel Jelsa nach Deutschland gesendet hierhin. Eine Familie sogar. Das heißt, hier hat wahrscheinlich nicht nur eine Person gelebt. Abgestempelt ist sie 1984. Okay, die ist schon ein bisschen älter. 1984. Ist eine Weile her. Hier sehe ich noch private Fotos. Ich glaube, das ist sogar aus dieser Küche. Ja, das ist aus dieser Küche. Dieses Foto hier ist genau hier vorne entstanden. Alles ist hier so dunkel, weil die ganzen Fenster verriegelt wurden. Was ist hier im Kühlschrank? Boah, ich will es gar nicht wissen. Der wurde sogar relativ ordentlich ausgeräumt. Hier stand sogar mal ein kleiner Kachelofen. Da ist der Ofenanschluss, aber der Ofen ist nicht mehr da. Gehen wir einen Raum weiter, in den Wohnbereich. Wahnsinn, Leute. Ah, hier ist noch eine Treppe. Hier ist ein zweiter Ofen. Eine gemütliche Sofaecke. Ach krass, Leute. So eine Sofaecke hatten wahrscheinlich viele ältere Menschen zu Hause. Auch meine Großeltern haben noch immer so eine. Ein ähnliches Sofa. Und dann auch eben diese Decke. Und dieses Telefon kenne ich auch zu gut. So eine Dekoschale, die bestimmt von der Frau dekoriert wurde. 17:50 ist die Uhr damals stehen geblieben. Nur kurz bricht die Sonne hier einmal hindurch. Zwei Pokale und Fernsehzeitschriften von 2015, die dort unten zu finden sind. Es ist nicht besonders groß hier, aber es ist irgendwo gemütlich. Ein kleiner Holztisch, ein Fernseher sehe ich hier zum Beispiel gar nicht. Entweder die hatten keinen Fernseher oder der wurde geklaut oder rausgeräumt. Aber vielleicht hat man sich auch einfach noch unterhalten. Der Fernseher war überhaupt nicht nötig. Irgendwo ein sehr, sehr trauriges Bild, wenn man das alles so zurückgelassen sieht. Keine Nachkommen, keine Enkel vielleicht, die sich darum gekümmert haben, keine Kinder. Dann ist das hier einfach so zurückgelassen. Schaut mal, dieser schöne Kamin. So ein ganz kleiner Alter, der bestimmt aber für ein angenehm warmes Licht gesorgt hat. Und eben auch dieses Licht, was hier durch das Fenster zum Treppenhaus, welches wir natürlich der oberen Etage auch noch erkunden werden, genauso wie den Keller, wo es hier noch runter geht. Aber da kommen wir später zu. Denn selbst hier im Wohnzimmer gibt es noch so viel zu entdecken, dass wir noch lange nicht fertig sind. Was mir auf jeden Fall gerade sehr gelegen kommt, ist das Licht, was mir hier von hinten entgegenstrahlt. Denn dann kann man hier mal einige Unterlagen entdecken. Zuzahlungen an die AOK Rheinland. Gesamtbetrag von 10 Euro. Irgendwelche privaten Unterlagen. Zahlungsbelege. Mahngebühren mussten auch mal gezahlt werden. Vom Schornsteinfeger. Trotz unserer Erinnerung 2014 können wir leider bis heute immer noch keinen Zahlungseingang auf das oben genannte Konto feststellen. Alles in einem Ordner. Überhaupt nicht sortiert, sondern wirklich einfach alles zusammen da rein. Lebkuchen. Unter Umständen wurde auch hier das Ganze wieder an Weihnachten verlassen, aufgrund von vermutlich einem Tod. Hier die kleine Essecke mit einem Foto von älteren Damen. Frohe Weihnachten, eine Karte. Vielleicht war da dieses Foto drin, ich könnte es mir gut vorstellen. Hier sind Arzttermine. Ja, auch sowas sieht man immer wieder. Am 11.08.2014 war der letzte. Wenn es am 11.08. schon vorbei gewesen sein sollte, dann haben sie Weihnachten hier aber überhaupt nicht mehr erlebt. Dann ist wirklich vielleicht das Gebäck, was hier noch liegt, einfach noch dort vom letzten Weihnachten oder so. Ah, die Tablettensammlung. Montag, Dienstag, Mittwoch. Corphaton. Ja, schreibt es mal in die Kommentare, wenn ihr wisst, was das ist. Ich denke mal, Herztabletten und so weiter. Die sind auch alle noch drin. Das heißt, nie genommen aufgrund von, ja, plötzlichem Versterbens. Wahrscheinlich, ich könnte es mir zumindest vorstellen, auch sogar hier im Hause. Gut, lasst uns nochmal durch die Küche, an der Küche vorbei, an den ganzen Ansichtskarten. Was sind denn das alles für Ansichtskarten? Hier von 75. Ich kann das nicht lesen, aber es ist auf jeden Fall interessant. Die ganzen Ansichtskarten kommen wahrscheinlich auch aus diesen Stapeln hier. Fragebogen zum Hilfsmittelrollator. Ich glaube, es ist ganz klar bestätigt, alte Menschen haben hier gelebt. Und wahrscheinlich ging es dann irgendwann zu Ende. Man wurde älter und älter und älter, hat einen Rollator bekommen, konnte schlechter laufen und dann am Ende ist man verstorben. Nun geht es aber in den nächsten, für mich völlig chaotischen Raum. Sämtliche Klamotten auf dem Boden, in den Schränken kaum noch etwas drin. Ah, hier kann man aber auf jeden Fall mal erkennen, ich würde sagen, ein etwas untersetzter älterer Herr, der diese Kleidung hier getragen hat. Ah, ob der Herr hier vielleicht selbstständig war? Das hier scheint auf jeden Fall das kleine Büro gewesen zu sein. Mit einem schönen Hundebild von einem sehr, sehr süßen, ich glaube, Schäferhund. Ja, und einigen Ordnern, zwei Druckern, Kopfhörern,
verschiedenste Bücher, Lehrbücher für irgendetwas. Okay, jetzt hier bestätigt sich etwas, was ich schon mal gehört habe. Das, was ich nämlich gehört habe, dass hier mal ein Elektroniker gewohnt haben soll. In Fachkreisen heißt es auch Haus des Elektronikers. Hier liegt sogar noch ein Helm. Anscheinend ist er auch Roller gefahren. Verschiedenste Ordner, Rechtschreibung und Auswahlordner für das Elektronikhandwerk. Ah, Adressen, okay. Sein Terminkalender ist das hier. Aus dem Jahre 87. Werkstatt, Werkstatt, Werkstatt. Er war eigentlich jeden Tag in der Werkstatt. Was hier in der Ecke noch liegt, sind zum Beispiel auch Kassetten, uralte. Wenn man die jetzt hier abspielen könnte, das wäre doch mal sehr interessant mit einem alten Kassettenspielgerät. Aber sowas führt ja leider keiner mehr mit sich heutzutage. Kennt ihr überhaupt noch Kassetten? Doch hier gibt es noch ein altes Faxgerät von Philips. Telefon, Normalpapier, Fax, Schnurlaus, MGT, Kopierer, Anrufbeantworter, Scanner, alles in einem. Wahnsinn. Ein Wunderwerk der Technik. Auf jeden Fall scheint mir das so, als wäre dieser Herr hier ein sehr gebildeter gewesen. Oder auch eine Frau, ich kann es ja nicht sagen. Aber das ist hier auf jeden Fall Männerkleidung, weswegen ich jetzt mal von einem Herrn ausgehe. Ah, guck mal, Leute. Ich habe hier jetzt noch was gefunden. Das könnten Hundespielsachen gewesen sein. Ich hatte doch das Foto gezeigt in dem Büro gerade mit dem Hund. Ob der hier bis zum Ende noch war und den älteren Herrn oder die Dame, die hier zum Schluss gewohnt hat, noch begleitet hat. Aber gehen wir nun mal weiter nach oben, würde ich sagen. Vorbei an diesem Kühlschrank, den wir natürlich auch noch mal kurz aufmachen können. Ah, das war eine kleine Kühltruhe, aber die ist abgetaut. Und alles rausgenommen. Hier sind dann Handtücher drin gewesen. Und dann geht's genau da nach oben. Wo jetzt der Heiko gerade ist. Das ist eine steile Treppe, Leute. Hi Heiko. Ja. Und? Wie ist es? Das ist absoluter Hammer. Also was dieses Haus für eine Geschichte wieder erzählen kann. Und dann bei dem Wetter, ne? Wenn die Mischung aus Sonne, als wir ankamen, Sonnenschein und jetzt wieder Hagel, Regen, Sturm. Also ich würde eher sagen, das Wetter ist so traurig wie die Geschichte hier drin. Wir befinden uns jetzt auf jeden Fall oben im Flur, haben verschiedene Zimmer, die wir uns jetzt anschauen können. Heiko geht an der Stelle jetzt runter. Viel Spaß unten. Mit der Treppe erstmal, ja. Mit der Treppe, ja. Die ist so steil, dass ich mir nicht vorstellen kann, dass der Rentner die zum Schluss noch benutzt hat. Wo ist denn die zweite Treppe eigentlich? Hier rum? Ja. Ah, hier durch oder wie? Hä? Da ist die entspanntere Treppe zum Eingangsbereich und dann kam man hier an dem Schrank vorbei und stand hier. Bei einem Schrank voller Frauensachen. Alles feinsäuberlich einsortiert. Glitzernde Kleidung, Bettbezüge, das volle Programm. Und auch hier noch weitere Kleidung. Es ist wie so ein begehbarer Kleiderschrank eigentlich hier. Nur natürlich haben die Leute wieder sämtliche Sachen rausgerupft, geguckt, ob irgendwas in den Handtaschen ist. Oh, ein interessantes Paket, was hier oben liegt. Irgendwie auch so ein Urlaubsding. Entweder die Leute waren hier selber viel reisen, oder aber sie haben einfach Verwandte gehabt, die viel unterwegs waren in ihrem Leben und mal viele Karten geschickt haben. Aber fangen wir nochmal von vorne an. Wir haben hier den Flur und haben hier ein kleines Badezimmer. Sehr, sehr spartanisch, wenn man das so sagen kann. Mit einem kleinen Erste-Hilfe-Kasten, kann man schon sagen. So einer Schiebetür. Die kenne ich auch noch aus einer Ferienwohnung von früher. Sowas gab es früher ja oft. Ja, irgendeine Lotion, Nivea-Creme. Da ist hier die Zahnbürste auch wieder. Ein kleines Schränkchen. Und naja, von der Treppe geht es dann hier hin. Zu diesem begehbaren Kleiderschrank. Und von dort geht es in einen Raum, den ich so, glaube ich, noch nie gesehen habe. In diesem Zustand. Und was sofort auffällt, ist Folgendes. Hier auf dieser Seite fehlt eine Hälfte. Das Bett wurde verschoben. Dort hängt ein Bild einer Frau. Das Bett ist noch schön gemacht. Sehr schön sogar. Überhaupt völlig unberührt. Aber hier fehlt eine komplette Hälfte. Was das bedeutet? Dass der Mann hier wahrscheinlich zuletzt alleine gewohnt hat. Dass das Bild da hinten an der Wand, welches ich jetzt gar nicht so genau zeigen werde, von der Frau ist. Dass er versucht hat, das Beste aus der Situation zu machen. Versucht hat, alleine klarzukommen, vielleicht über verschiedene Jahre, über viele Jahre hinweg, hier noch alleine gelebt hat. In einem Haus, was sie vielleicht damals zusammen gebaut haben, sich eine Familie aufgebaut haben, viele Reisen zusammen erlebt haben, sich den Hund gemeinsam irgendwann gekauft haben. Alter Schwede, Leute. Es hagelt hier teils so los. Jetzt liegt hier noch eine Sonnenbrille, eine Tasche, aufgemachte Kommoden, Räucherstäbchen, Schokolade. Hier war auch mal eine Kette, die sie natürlich geklaut haben. Ein Kamm, wo sogar noch Haare dran sind. Oh,
Auch hier ein Bild, welches jetzt für euch verpixelt ist. Und ihr seht, er hat einen schönen Anzug an, vielleicht zu seiner Hochzeit. Zu seiner Hochzeit mit der Frau, die dort hinten hängt. Ein weiteres Bild haben wir hier. Das ist wieder die gleiche Frau. Oder ist es die gleiche Frau? Nee, ich glaube, es könnten die Eltern sein, weil das Foto auch schon so alt ist. Ja, und der Blick nach draußen. Wenn ich jetzt mal die Gardine hier so ein bisschen wegziehe, hat man den Blick auf den stürmischen Garten. Die Schaukel, die dort unten hin und her schaukelt im Wind. Ich glaube, ich habe selten so einen traurigen Lost Place gesehen wie diesen hier. Jeden Tag ist dann der Mann hier dran vorbei an den Klamotten seiner verstorbenen Frau. Fein säuberlich in den Schränken sortiert. Durch den Flur. Die Treppe konnte er wahrscheinlich irgendwann gar nicht mehr nutzen. Es gab noch ein weiteres Zimmer, vielleicht ein Gästezimmer. Mit einer extrem niedrig hängenden Lampe. Mit einer Puppe. Ah, die ist ein bisschen gruselig. Familienfotos, Aktenordner ohne Ende, weitere Aktenordner von einer Firma. Durchführung einer Prüfung Gewerbetreibender, der Makler- und Bauträgerverordnung für das Kalenderjahr 2010. Ein weiteres Bett mit einer Schallplatte, einer ganz kleinen. Neil Diamond, The Last Picasso. Aha. Ah, jetzt habe ich mir den Kopf an der Lampe gestoßen, war ja klar. Und in diesem kleinen Hängeregal, welches ich auch noch von meinen Großeltern kenne, weitere Bücher. Viel gelesen hat man damals noch, ohne Smartphones. Gab es ja auch keine andere Möglichkeit, außer sich weiterzubilden. Und heutzutage muss man sich nicht mehr weiterbilden. Man schlägt einfach kurz bei Google nach und dann ist auch wieder gut. Traurig eigentlich. Hier geht es jetzt ins letzte Zimmer, meine ich. Ein weiteres Bett, okay. Lederjacken. Hier riecht es nach Holz und ja, irgendwie so nach Kiefern. Hier fehlt ein Spiegel und hier ist auch wieder so ein Schrein. Anders kann ich es nicht nennen. Es ist wie ein, ja, wie so ein Schrein, der... Lasst euch ruhig noch ein bisschen Zeit, das Wetter wird dann immer und immer schlechter. Harry, willst du was an die Zuschauer mitteilen? Abonniert alle Pauls Kanal, der macht ganz, ganz tolle Videos und hier ist gerade Unwetter und Gewitter ein neues. Und dazu diese alten Türen, die alten Tapeten, der Schimmel, der schon an einigen Ecken angesetzt hat, gegerbte Lederjacken, Schaltkreispläne. Oh, guck mal, der typische Bundeswehr-Armee-Parker, den hatte ich tatsächlich auch mal. Ein super Ding, aber nicht besonders wasserbeständig und wenn, saugt er sich mit Wasser voll. Weitere Kleidungsstücke von der Frau und Ordner, die überall einfach reingestopft wurden von 1993, 94, 95, die wir uns aber natürlich nicht angucken werden, weil uns das auch einfach weiter nichts angeht. Wenn mal sowas rumliegt, kann man das machen, aber einfach in Schränke zu gehen und Sachen rauszunehmen und anzugucken, uns geht das halt nichts an. Das ist eh schon so ein Grenzbereich letztendlich, in dem man sich da befindet. Und dann noch so weit einzudringen in die persönlichen Gegenstände einer verstorbenen Familie, dass man sogar Schubladen aufmacht oder Dinge sogar mitnimmt, wie andere das tun, dass das wirklich unter aller Menschen würde. Und ich finde das tief verachtenswert an alle, die das von euch vielleicht schon mal gemacht haben. Da dürft ihr euch mal ganz kräftig schämen. So, nachdem wir uns hier oben jetzt, denke ich mal, erstmal alles angesehen haben, gehen wir einfach nochmal die andere Treppe runter. Wir haben inzwischen entdeckt, wo das Ganze hier lang führt. Okay. Boah, ist das hier ekelhaft. Also hier ist auf jeden Fall ziemlich marode. Oh, hier liegen Schwimmausstattung, Schnorchel, Taucherbrille. Das schließt auch wieder darauf, dass hier auf jeden Fall viele Urlauber zusammen gemacht wurden. Boah, hier muss man sich aber fast schon auch wieder festhalten. Auch relativ steil die Treppe. Wir dürfen natürlich nicht vergessen, noch in den Keller zu gehen. Den werden wir jetzt mal aufsuchen. So, hier nochmal vorbei am Wohnzimmer und abwärts in den kleinen Keller. Der gar kein Keller ist. Gut, dass ich da nicht rein bin. Hier ist nur eine Luke. Ich wollte da gerade um ein Haar reinsteigen. Mein Fuß steht schon hier. What the fuck? Erstens steht da das Wasser bis sonst wo. Kann mir das mal jemand erklären? Ich war gerade... Lass uns hier rausgehen, Leute. Und gucken, was ich draußen noch ansammeln kann. Vielleicht finden wir noch was Interessantes. Kalt ist es draußen nicht. Einfach nur extrem windig. Der Himmel sieht interessant aus. Schaut mal, Leute. Blau mit grauen Wolken. Gerade hagelt's noch, dann bricht die Sonne wieder durch. Ein herrlicher Anblick. Von hier aus kommt man dann auch zu dieser Schaukel, die wir von oben schon gesehen haben. Da standen wir an diesem Fenster. Wäscheleien sind hier platziert. Und die alte Hollywood-Schaukel, wie sie sich so schön nennt. Hier haben die im Sommer bestimmt gerne gesessen, bis dann die Frau verstorben ist. Ist schon traurig. Von der Schaukel gehen wir jetzt aber einfach nochmal in diesen Teil hier. Denn hier gibt es auch nochmal eine kleine Stallung. Was heißt eine Stallung? Ah, ein Kohlelager. Ja, das macht natürlich Sinn für den Kachelofen. Könnte früher mal ein kleiner Stall gewesen sein für Hühner. Schuhe und eben so Sachen, die man so da hatte. Ein Gartenschlauch.
Öl, Destillierwasser fürs Auto, irgendeine Plane, wahrscheinlich eine Abdeckplane fürs Auto. Und hier geht's jetzt nochmal rein, da weiß ich, dass da die Tür zu war. Die hatte ich nämlich vorhin schon mal probiert. Also müssen wir wohl hier durch die kleine Luke nochmal durch. Aber das machen wir, Leute. Wie soll man denn hier reinkommen? Oh, ich stütze mich mal eben da ab, runterzukommen. Ui, das hätte man sicherlich auch anders regeln können. Man hätte ja auch hier durchgekonnt. Lumos. Schräubchen, kleine Elektroteilchen. Ich weiß nicht, was das hier ist. Vielleicht hatte Heiko dazu was Schönes in seinem Video gesagt. Welches natürlich auch in der Videobeschreibung verlinkt ist, genauso wie das von Harry, der auch mit dabei war. Was interessant ist, hier gab es sogar einen kleinen Brunnen. Oh, da schwimmen, glaube ich, tote Tiere drin. Na gut, hier gab es tatsächlich einen Brunnen, wo man sogar, wenn man jetzt hier dran zieht, vielleicht kommt da ein Eimer hoch. Lass uns das mal testen, Leute. Okay. Alter, wie tief geht denn das da runter? Ob da noch was dran ist? Seht ihr das? Da ist wirklich ein Eimer dran. Alter, wir haben nicht wirklich einen Eimer voller Wasser geangelt. Nur wenn ich jetzt loslasse, rast er uns da wieder runter. Meint ihr, die haben da früher Trinkwasser rausgefischt? Oder war das eher für den Garten zum Gießen? Ansonsten gibt es hier in dieser Werkstatt nicht mehr so viel zu entdecken. Farbpinsel, Holzlack, alles schon so etwas ranzig zugemacht. Und so alte Spannseile, um irgendwas zu befestigen. Tapezierböcke. Aber der Brunnen hier ist mit Abstand das Coolste. Ich würde sagen, wir verlassen diesen Teil. Und ich glaube auch den letzten Teil dann mal wieder. Mal gucken, ob wir irgendwie intelligenter. Und dann schauen wir mal, wie wir hier vielleicht ein bisschen besser rauskommen. So richtig einen Plan habe ich nicht. Ja. Ordentlich Putz abgebröckelt hier von der Wand. Aber wir sind raus. Schnell an die frische Luft. Und schon wieder sieht der Himmel komplett anders aus. Diesmal wieder komplett grau und trist. Kann man mal sehen, wie das auch direkt die Atmosphäre des Hauses verändert. Durch den Regen geht's jetzt zurück mit dem Heiko. Wo ist deine Kapuze? Ich habe keine Kapuze. Warum regnet es eigentlich wieder? Hör auf! Heiko, es stürmt und Alter, komm! Oh, Alter! Leute, ich wünsche euch was. Bleibt frei und gesund, lebt euer Abenteuer. Heiko, willst du noch was sagen? Ja. Was denn? Wasserdicht? Nein, weiß ich nicht. Wir müssen jetzt verstauen. Tschüss. Macht's gut, bis zum nächsten Video. Abonniert meinen Kanal und ciao. Boah, es hagelt. Heiko gelassen. Kennst du deine erste Erinnerung? So um den Dreh laufen lernen. Du hast die Beine in der Hand, obwohl du kaum laufen kannst. Du bist raus in die Welt, du bist drauf und dran. Tausch das Kinderbuch gegen Winterschuhe.